Fragen wir sie doch mal. Die junge Dame spielt also Golf. Gibt es irgendwelche guten Golfplätze in Istanbul? Oh, Sie interessieren sich für Golf? Eine meiner beiden Leidenschaften. Und die andere? Prominente. Ja, fragen wir mal weiter. Ah, wieder am Abschlag zu stehen. Wissen Sie, es ist ganz schön schwer, Schläger zu finden, die zu weiblichen Statur passen. Ach wirklich? Ich bin sicher, in Ihrem Fall dürfte das doch kein Problem sein. Bitte? Was meinten Sie? Nun, Ihre Statur. Sehe gut, sehe auf einem Golfschläger gut aus. Meine Statur? Auf einem Schläger? Istanbul, was für eine einzigartige Stadt. Ja, du bist mir einer. Ah, wieder am Abschlag zu stehen. Okay, bringt nichts. Wissen Sie, es ist ganz schön schwer, Schläger zu finden, ich die zu weiblichen Statur. Kann das auch leider nicht überspringen, oder? Ach wirklich? Ich bin sicher, in Ihrem Fall dürfte das doch nix. Kein Problem Schade. Sein. Schade. Bitte? Was meinten Sie? Nun, Ihre Statur. Sehe gut, sehe auf einem Golfschläger gut aus. Meine Statur? Auf einem Schläger? Istanbul, was für eine einzigartige Stadt. Ja gut, okay. Jetzt müssen wir... Wo ist die Anna-Maria denn schon wieder hin? Anna! Steht die wieder hinter? Nee, okay, da ist sie diesmal nicht. Halt, halt! Quatsch mir die mal an. Okay, jetzt können wir mit ihr reden. Der Brief vom Palast könnte wichtig sein. Ich werde die Empfangsdame ablenken. Kannst du dir dann den Brief schnappen, wenn sie gerade nicht hinguckt? Aber sicher. Macht richtig Spaß, was? Psst. Ja, was? Okay, jetzt ist die Frage natürlich, muss ich Anna-Maria jetzt noch drauf anwenden? Wir machen das einfach mal. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich sollte mal mit ihr reden. Okay, dann machen wir das doch. Das hast du ja. Der Brief vom Palast könnte wichtig sein. Ich werde die Empfangsdame ablenken. Kannst du dir dann den Brief schnappen, wenn sie gerade nicht hinguckt? Aber sicher. Macht richtig Spaß, was? Psst. Ja, was? Ah, die beiden mögen sich nicht so ganz. Also die reden nicht so gerne miteinander. Jetzt werden wir mal der Dame den Golfschläger zeigen. Und dann gucken wir mal, was das bringt. Spielen Sie oft? Nicht so oft, wie ich gern würde. Und Ihr Handicap? Meine Ohren, schätze ich. Oh. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie toll ich putten kann? Überraschen Sie mich. Das war wirklich recht beeindruckend. Danke. Ist natürlich alles nur eine Frage des Griffs. Also, wie berühmt sind Sie denn nun? Oh, sehr berühmt. Ich bin noch nicht überzeugt. Jo, das ist ja nicht schlimm. Wir wollten ja auch nur den Brief haben. Anna-Maria, hast du was für uns? Bleib mal hier. Hast du ihn? Aber ja. Hier, ein Ausweis für die Pressekonferenz im Palast. Du bist ein Genie. Die haut einfach ab. Na, okay, gut. Wir kümmern uns dann jetzt einfach mal darum. Denn wir haben doch was Schickes im Inventar. So, wir benutzen das Messer auf den... Ah, ne, halt. So, erstmal. Sieht aus, als hätte Emon einen Ausweis und eine Karte des Topkapi-Palastes bekommen. Ich habe die Karte vom Ausweis getrennt. Gut, dann gucken wir uns doch mal die Karte an. Eine Karte des Topkapi-Palastes. Jo, das ist ja das, was wir an der Wand schon gesehen haben. Dann nehmen wir doch mal das Messer und trennen das Bildchen daraus. Das funktioniert so nicht. Warum denn nicht? Emons Ausweis. Das Foto klebt nur lose drauf. Okay, jetzt wissen wir, dass das lose draufklebt. Dann mach's ab. Das mache ich nicht. Warum nicht? Du bist eine Muschi, bist du. Wo ist denn unser Manuskriptseite? Okay.
Da, guck mal hier, Messer. Und auf George anwenden, also auf den Ausweis. Ich habe das Foto von dem Ausweis abgezogen und dabei völlig ruiniert. Okay, aber wir haben jetzt das Bild und kleben das einfach mal da drauf. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich einen Ausweis, mit dem ich in den Palast reinkomme. Boah, wir sind so clever. Okay, gut, dann ab dahin. Zurück im Topkapi. Und jetzt ist es auch schon dunkel. Gut, wir werden da mal dem Typen jetzt den Ausweis zeigen, damit wir Oh. Okay. Das macht richtig Laune, nicht wahr? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Das macht richtig Laune, nicht wahr? Ja. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Gut. Dann gehst du mal dahin. Ja, genau. Ich stehe direkt vor ihm und zeige ihm jetzt mal den Ausweis. Jacques Güzel, Sie sind wirklich Emon O'Mara. So, Mr. O'Mara, sagen Sie mir die Worte. Sie wissen schon, die Worte... Nein, das kann ich nicht. Oh, bitte. Sicher können Sie das. Nein, das kann ich bestimmt nicht. Ich glaube schon. Dafür muss man in Stimmung sein. Sagen Sie sie. Jetzt. Und Sie mich auch. Oh, fantastisch. Nochmal. Und Sie mich auch. Mit Gefühl. Und Sie mich auch. Ecken am Tor wird sich freuen. Er und ich hören alle Ihre Shows. Er hat sogar ein Poster von Ihnen zu Hause. Ich sage ihm Bescheid, dass Sie hier sind. Prima. Oha. Gut, jetzt müssen wir mal. Das macht richtig Laune, nicht wahr? Schon wieder. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Gut, das schenken wir uns dann, denn wir müssen natürlich jetzt hier hinten reinkommen. Das ist klar. Dann laufen wir mal dahin. Anna-Maria darf natürlich mit, es ist klar, weil sie hat, denke ich mal, auch den gleichen Ausweis. Deshalb darf die auch rein. Könnten Sie bitte dort an der Seite warten? Aha. Hier kommt gleich eine wichtige Persönlichkeit vorbei. Aber ich darf doch rein. Könnten Sie bitte dort an der Seite warten? Hier kommt gleich eine wichtige Persönlichkeit vorbei. Ich bin persönlich. So, zeigen wir dir mal den Ausweis, komm. Emon O'Mara? Sie? Sie sind nicht Emon O'Mara. Oh shit. Sie haben seinen Ausweis gestohlen. Oh. Brüpp, brüpp. Das ging mal nach hinten los. Okay, jetzt wissen wir... Ey, ohne Scheiß, ich bin jetzt das erste Mal hier gestorben. Ey, das ist ja krass. Na, bitte komm. Gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Effendi? Ja, aber ich muss doch da rein. Da. Komm, wir müssen da irgendwie reinkommen. Könntest du mir vielleicht weiterhelfen? Willst du, dass ich die Wache auf der linken Seite ablenke? Woher wusstest du das? Ich lerne schnell. Wenn ich drin bin, lasse ich dich durch die Seitentür rein, die der Kellner erwähnt hat. Viel Glück. Dir auch. Wir werden es brauchen. Danke. Okay. Bitte, gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Ja, sehr gut, sehr gut. Kollege. Also, die ist sie da jetzt am Ablenken, ja? Ist das richtig? Bitte, gehen Sie weiter zum Tor, Effendi. Was mache ich denn im Moment falsch? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir eine Schleichtaste haben. Wir gucken einfach mal, dass wir hier an dem so vorbeikommen. Okay, das scheint zu funktionieren. Perfekt. Ein Gerüst. Keine Touristenattraktion ohne Gerüst. Das ist unser Eingang. Aber trotzdem Vorsicht bei diesen Wachen. Da müssen wir also rein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier hochkommen. Du. Kletter doch mal hier hoch.
Und dann mal hier hoch. Guck mal, da liegt ein Handy. Also da liegt was. Oh, die Steuerung, die ist so behindert im Moment. Gut, wir warten jetzt, bis die Wache weg ist. Und dann holen wir uns mal sein Handy. Hol es dir. Ich hab's. Super. Ein Nokia-Handy. Mein Gott. Dann gucken wir uns das mal an. Das Handy der Wache. Die Nummer lautet, Moment, 555-654-897. Gut, jetzt legen wir das Telefon auch wieder dahin. Ich hänge das Telefon zurück. Merkt er ja nicht. Gut. Wir klettern mal da runter. Dann da. Komm. Dann, jetzt musst du da rüber springen. Jump. Dann hängst dich mal da dran. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Telefon, Telefon, Telefonbuch. Wächter anrufen. Okay. Da hinten ist auch noch eine Wache. Okay. Gut. Hallo? Hallo? Ist da wer? Seltsam. Gut, da ist aber die... Was hat uns das jetzt gebracht? Also das hat uns eigentlich ja nichts gebracht. Ja. Gut. Okay. Ich muss hier vorsichtig sein. Okay, da müssen wir wohl rein. Stell dich mal in den Schatten, Junge. Hui. Dann geh mal hier hin. Komm, lauf. Schnell. Boah, lauf. Boah, haben wir Glück gehabt. Hui. Okay, was haben wir denn da? Vom Fenstersims blättert der Putz ab. Das Haus kommt langsam in die Jahre. Okay, gut, wir haben doch das Messer dabei. Dann benutzen wir das Messer einfach mal und gucken mal, ob wir da was rauskratzen können. Noldu, Zeki? Besser, ich schau mal nach. Noldu, jo. Jetzt können wir mal da hinlaufen. Und jetzt trinken wir dir mal seinen Kaffee leer. Boah, George, du bist schon ein Drecksack. Lass ihn dir schmecken. Fantastisch. Zum Glück bin ich eine Naschkatze. Ja, ich merke das schon. Und schnell weg hier. So. Dann gucken wir mal, was passiert, ne? Na, was haben wir denn hier alles so drin? Eine Salami. Ich höre ihn. Und ich sehe ihn. Oh nein, Zeki. Ich habe keinen Tee mehr. Nicht schlimm. Ich mache neuen. Komm. Gut. Sie gehen. Du bleibst hier. Sitz! Sitz! Gut, shit, jetzt müssen wir den Hund loswerden. Wo ist das Messer? Nein, wir werden ihn jetzt nicht abstechen. Wir schneiden mal ein Stück von der Salami ab. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich eine Scheibe Salami. Yum, yum.